Herzlich willkommen zum Fotocafé, heute wieder live aus Wien, aus der Wiener Fotoschule. Und es gibt einige interessante Themen. Wir haben ja schon ein bisschen was über die Foto und Adventure besprochen. Ich werde euch mal ganz kurz das Programm vorstellen. Den Rückblick auf die Foto und Adventure haben wir quasi schon gehabt. Die Präsentation der Umfrage zu den Fotowochenenden würde nur auf die nächste Nummer verschieben. Da bin ich jetzt nicht mehr fertig mit dem Vorbereiten. Da teile ich euch aber noch einmal den Link. Es gibt eine Bildbesprechung über die CEON-Zentrale und Farbspektakel. Der Martin und die Monika werden uns Bilder der Fotoreise in Schottland zeigen. Entschuldigung bitte, ich habe euch nicht auf die Folie geschrieben, aber ihr wart sozusagen mein Bonusprogramm. Ich werde euch ein bisschen was über die Canon EOS R6 erzählen. Und dann gibt es auch noch ÖMTC-Zentrale, den zweiten Teil der Bildbesprechung und natürlich die Photoshop-Challenge wieder mit Oliver. Es sind schon die Fotowochenende online, schaut mal. Es sind dermal 9 Stück. Waldviertel ist schon gut angebucht, da wird es aber noch einen zweiten Termin geben. Also wenn ihr gerne mitfahren möchtet, könnt ihr frühzeitig planen. Und Südtirol interessanterweise ist erst im September, da habe ich schon 4 Anmeldungen. Also bin sehr, sehr guter Dinge, dass das auch sich ausgehen wird. Und Stift Göttweig Ende Oktober ist noch nicht am Programm, aber das wird demnächst auch einmal online gehen. Die Sölktäler ist das erste Mal neu. Da geht es vor allem um Sternefotografie, herbstliche Laubfärbung und Südsteiermark. Aber wie gesagt, da werde ich Näheres dann berichten, wenn die Termine dann greifbar sind, weil jetzt sozusagen über die Termine im Oktober 23 ist vielleicht noch doch ein bisschen früh. Genau, diese beiden Bildbesprechungen, Farbspektakel und Architektur. Und wir beginnen gleich einmal mit den Farbspektakeln. Die Elke ist auch da. Die Elke hat sich das eigentlich erdacht, gemeinsam mit dem Walter, aber die ganze Lichtgeschichte ist eigentlich der Elke ihr Werk oder ihre Innovation. Elke, erzähl nochmal ganz kurz, wie es zu dem gekommen ist. Naja, ich muss mal ein bisschen länger ausholen. Ich habe vor gut einem Jahr einen Kurs besucht betreffend Lichtmalerei, Kleinigkeiten, sprich wie male ich Blumen etc. Ich habe da irgendwie Blut geleckt, es hat mir Spaß gemacht und ich habe aber nichts Adäquates als Fortsetzungskurs entdeckt und habe dann mit meinem Mann in Eigenregie diverse Anleitungen umgesetzt, die ich im Internet gefunden habe. Und da haben wir verschiedene Tools. Hier auf den Fotos schwerpunktmäßig war der Reifen zu sehen und die Taschenlampen, die wir mittels Langzeitbelichtung und Farb-LED-Bändern sichtbar gemacht haben und halt fotografiert haben. Sehr gut. Seht ihr meine Folie Fotobox Farbspektakel, weil ich jetzt gerade keinen Rahmen angezeigt. Ist das bei euch gut sichtbar? Ja. Okay, wunderbar. Und das sind also steuerbare LED-Stäbe. Nein, das ist ein Reifen. Das sind Reifen, die In du dann dem Fall ein Reifen, ein Fahrradreifen. den du bewegst. Ja, oder der Walter, wer Oder heute der halt Walter, ja. gerade. Genau. Und das blaue Element vorne. Das war eine Taschenlampe Da ist nur jemand noch, da ist einfach noch mit blauem jemand Licht. herumgelaufen, oder? Genau. Also für die nicht Und jemand. hier haben wir. Bitte. Entschuldige, und hier beim vorderen Bild eben mit der Spiegelung, da haben wir eine Lacke gefüllt am Handelskä, damit wir eben die Spiegelungen von dem Reifen als Fastkugel aufs Bild bannen können. Das war ein Bild vorher. Die gehen auch einmal zurück. Und Genau, das ist im Normalfall ein Halbkreis, okay, verstehe. aber Das vorne durch die Lacke ist das. Jetzt verstehe. genau, vorne haben wir eine Lacke gefüllt, weil das eine Einbuchtung im Beton und hat man eben die Möglichkeit, eine Fastkugel aufgrund der Spiegelung hinzubekommen. Das ist der berühmte Kübel, den der Walter immer mit hat, oder? Genau. Und für die Nicht-Wiener im Hintergrund der Donauturm, also das ist an der am Handelskä, seid ihr da irgendwo in der Gegend immer, gell? Genau, in der Nähe von der Millennium City mit Blick zum Donauturm. Und die Brigittenauer Brücke sieht man eben. Also es ist die Brigittenauer Brücke, um die Frage zu beantworten vom Chat. Ja. Hier fährt ein Schiff durch, also ein Schiff war unterwegs und wir haben dann versucht, das Schiff
mit Langzeitbelichtung und dem farblichen Reifen ins Bild zu bekommen. Im Schnitt ist es circa eine Belichtung zwischen 10 und 30 Sekunden, je nachdem welche Lichtfigur das wir gerade gemacht haben. Am Anfang war es halt ein bisschen kürzer, die Belichtungszeit. Zu Ende der blauen Stunde und umso finsterer das geworden ist, umso näher sind wir den 30 Sekunden gekommen. Darf ich da auch was dazu sagen? Bitte. Ich habe mit der Olympus fotografiert und danke, dass das gleich meine Bilder herzeigt. Aber ja. Mit der Olympus haben wir den Vorteil, mit dem Live Composite braucht man sich nicht jetzt dann irgendwelche Zeiten halten, sondern kriegt immer die Lichter dazu und der Rest des Bildes bleibt unbehandelt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein spezieller Modus, der eben aktiviert wird und man sieht dann hinten am Display tatsächlich, wie das Foto zum Schluss ausschauen wird. Aber jetzt eine Frage in die Runde und auch vor allem an dich, Elke. Hast du die Erfahrung gemacht, wenn du länger belichtest, dass die Fotos dann, dass der Lichteffekt besser kommt? Ich könnte ja mit einer niedrigen ISO-Zahl sozusagen die gleiche Helligkeit bekommen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht bei diesen Langzeitbelichtungen. Also wenn man jetzt länger belichtet mit niedrigem ISO, dann leuchten die Farben mehr, speziell auch im Hintergrund, zum Beispiel diese Brückenbeleuchtung. Gibt es da Ähnliches zu berichten oder habt ihr da was anderes gelernt? Also ich persönlich verwende Blende zwischen 7.1 und 11 und bleibe im Normalfall bei mir auf ISO 100. Stelle den Weißabgleich meistens auf Kunstlicht, weil ich diese kitschigen Farben einfach bevorzuge. Und je nachdem, ob ich jetzt einen Menschen ausleuchte oder nicht ausleuchte, oder in dem Fall halt nur die Reifen, es kommt auch auf die Figuren an. Es gibt Belichtungen, die wir durchführen, wo wir dann schon teilweise auf 180 Sekunden sind oder gar 5 Minuten, wenn wir jetzt 11 Reifen setzen und dann zuzüglich noch zum Beispiel einen Brunnen ausleuchten. Okay, ich verstehe. Also es kommt aufs Motiv, für mich persönlich aufs Motiv drauf an. Ja, nein, eher genau, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Gut, dann schalten wir uns weiter. Ich habe nämlich da immer normalerweise die Dinger drinnen stehen, weil die Leute mir eben eh so fein und haben die Wasserzeichen reingemacht. Es ist total interessant, und natürlich auch dieses Schwergewicht rechts, das dem ganzen Foto sozusagen das ein bisschen nach rechts auch stützt mit der Brücke im Hintergrund. Und ich finde, dass diese dunkle Fläche gar nicht stört, das macht gar nichts. Ganz im Gegenteil, durch das kann man eben diese Lichtmalereien noch viel besser zum Vorschein. Man muss auch dazu sagen, also meistens haben wir sehr bunt gemalt, manchmal auch einfärbig. Und je nachdem, wie wir das Rad geschwungen haben, dementsprechend sind die Lichtspuren sichtbar geworden. So, dann haben wir den Wolfgang. Ist der Wolfgang zufällig da? Ich weiß es einfach nicht. Aber interessanterweise seht ihr auch die Hochformatkomposition. Natürlich, ja, ich bin da. Ja, super. Also die Hochformatkombination am rechten Bild ist einfach traumhaft. Also es funktionieren hier beide Formate sehr gut. Und ich nehme auch wieder an, das ist wieder die Spiegelung in der Lacke, oder? Genau. Was hast du, wie hoch war der Standpunkt, Wolfgang, in etwa? Ich war da, glaube ich, in einer sitzenden Position. Man muss relativ tief sein, weil sonst hast du eine Aufsicht, oder? Naja, man muss da ein bisschen variieren, damit man die Spiegelung ganz einfach richtig erwischt. Ist man zu tief, schneidet man die Spiegelung ab. Ja? Ist man zu hoch, dann stürzt das Bild ein bisschen, dann dominiert zu sehr der Hintergrund. Ja, na, verstehe ich. Sag, und hast du jetzt manuell dann vorne auf den Reifen scharf gestellt, dann wirst du scharf gestellt nur für die anderen auch? Ja, auf dem Reifen. Also der Walter ist heute leider nicht dabei, der ist in Marokko, der Arme. Der Walter ist sehr gewissenhaft, der schreibt dazu, Christoph links, Wolfgang rechts, unterschiedliche Wirkung, Betonung rechts auf Kreisel. Also an dieser Stelle ein Dank an den Walter, wir werden sicher die Aufzeichnung sich vielleicht anschauen. Ja, natürlich die riesige Malerei, wenn das in Relation zum Turm gleich groß ist, das wirkt natürlich fantastisch. Da sieht man, was man mit der Perspektive, wie man da toll damit arbeiten kann. Wer ist der EG? Ist der heute zufällig in der Sendung? Ich glaube, das ist die Eva, aber die ist heute nicht dabei. Ah, die Gmeiner Eva, die sucht um die Aufzeichnung. Alles klar. Also das Rot, finde ich, kommt da extrem gut. Es hebt sich zum Kontrast und Punkten sehr gut ab. Ja. Und der bunte
der bunte Lichtreifen oben, es ist ein anderes Tool, gibt dem ganzen Bild das gewisse Extra. Und es tut dann noch im Eck der etwas Nebel verhangene Donauturm. Ja, genau, genau. Ja. Das waren eben Sternspritzer, die an einer Schnur befestigt sind, drei Stück, wo wir auch versucht haben, oder der Walter versucht hat in dem Fall, das so zu drehen, dass die Fotografen auch noch die Spiegelung, einen Teil davon hinaufbekommen. Ja, schon, schon. Da waren wir aber auf eine Belichtungszeit von maximal, glaube ich, 10 Sekunden, weil sonst wäre das Ganze noch zu unübersichtlich oder wirrer gewesen. Ja, und so, ja, genau, das verstehe ich. So hatte den Kontrast mit den Spiegelungen der Straßenlaternen und Spritzlichter, finde ich, optimal eingefangen. Ja. Auch hier wieder der bekannte Reifen, anders geschwungen, andere Farbeinstellungen und es scheint wieder ein komplett anderes Bild zu sein. Ja, ja, also. Das Rot-Orange mit dem schwarzen Hintergrund, das dürfte, glaube ich, schon relativ am Schluss gewesen sein vom Kurs, vom allgemeinen Licht her. Ja. Und sie hat das auch perfekt eingefangen, dass das wirklich nur im Bild ist, ohne dass es hinaus aus dem Bild hinausragt. Also, Christian, dass du vielleicht der Eva auch mitteilst, dass sie einzigartige Bilder eingereicht hat. Das ist schon interessant, ihr seht, es sind wenig Wiederholungen, es hat jeder so ein bisschen seine eigene Bildsprache. Das finde ich immer das Großartige an den Fotokursen, dass man da quasi, dass da jeder sozusagen seine eigene Lösung findet und ganz, ganz viele unterschiedliche Bilder. Und Elke, noch einmal an dich, herzlichen Dank, dass du das auch mit Walter gemeinsam machst. Das heißt, du hast ein kongeniales Team und die Ergebnisse sind wirklich sehr, sehr faszinierend. Vielleicht nur ganz kurz ein bisschen Werbung. Es gibt jetzt den magischen Lichtergarten Illumina. Da gibt es noch einen fortgeschrittenen Kurs, der geht morgen online. Den werden die Elke und ich machen. Und da werden wir bei Illumina, bei diesem Lichtergarten, das ein bisschen mit Lichtmalerei noch verschönern. Es ist ganz interessant, also dieser Lichtergarten ist ja der mal in Laxenburg, Grafeneck und Klosterneuburg. Ihr könnt natürlich auch ohne Fotokurs hingehen, wenn ihr Lust habt. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach übers Internet die Karten kaufen und wir haben eine offizielle Genehmigung eingeholt und gibt da eine kleine Kooperation mit dieser Agentur, die das sozusagen veranstaltet. Man kann nicht einfach mit einer Fotogruppe hingehen. Wer Lust hat, könnt sich einfach anmelden und sonst eine Freude mit den Bildern. Und wenn ihr zum Beispiel Enkelkinder habt oder so, ist das sicher mal ein schöner Ausflug. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Canon hat die EOS R6 Mark II vorgestellt, die neue Vollformatkamera, Nachfolgemodell von der R6, wie ihr wahrscheinlich ahnt. Und ich möchte euch nicht zu viel mit technischen Daten langweilen. Es sind nur ein paar Sachen, die meiner Meinung nach sehr, sehr interessant sind. Der neue Sensor hat ein bisschen mehr Auflösung, also 24 Megapixel. Er rauscht noch ein bisschen weniger wie bei der R6, was schon sehr, sehr gut ist. Und er hat auch noch einen neuen Schärfungsprozess. Das heißt, der erreicht die Auflösungsleistung gleich der 5D Mark IV, die übrigens 32 Megapixel hatte. Und es gibt einen neuen Bildprozessor. Das Interessanteste an dem Bildprozessor ist, der braucht weniger Strom. Das heißt, Akkus halten länger und es gibt auch weniger Hitze beim Filmen. Also zwei Sachen, die da sehr, sehr wichtig sind. Hier noch einmal ein kurzer Vergleich. Also Bildqualität top und sehr, sehr hohe ISO-Werte sind möglich. Also bis 102.400, also fotografieren wahrscheinlich 25.600 sinnvollerweise. Und es gibt ein paar neue Features. Man kann drei favorisierte ISO-Werte speichern, die man schnell abrufen kann. Also es hat sehr, sehr viel Systempflege gegeben. Was aber wirklich sensationell ist, ist der neue Autofokus. Man hat den Autofokus noch einmal verbessert, was ja schwer möglich war, denn der bestehende Autofokus war einfach schon sehr, sehr gut. Es gibt da ein kleines Video, wo man sieht, wie der Autofokus funktioniert. Wenn ihr euch das anschaut, an den blauen Feldern erkennt man den Servo-Autofokus, das heißt Bewegungsautofokus, und sobald er den Kopf erkennt, wird er kleiner. Also er erkennt zuerst die ganze Figur und wenn dann der Mountainbiker näher kommt, springt er dann quasi aufs Auge.
Man hat sich sehr viel angetan. Also man hat auch jetzt Tiere, Pferde werden erkannt. Also wie gesagt, man hat da sehr, sehr viel getan und ich habe die Kamera das erste Mal in der Hand gehabt und ich kann mir das so gut vorstellen, dass es auch gut funktioniert, denn das hat in der R6 schon gut funktioniert. Es sind jetzt Teile von der R3 drinnen, also wirklich sehr, sehr interessante Features, vor allem für Sportfotografen, Leute, wo sich die Dinge schnell bewegen. Es gibt eben verschiedene neue Modi im Autofokus und man kann jetzt sogar schon zwischen linken und rechten Auge unterscheiden. Also hier hat sich das auch noch einmal ein bisschen verbessert. Jetzt noch einmal kurzes Video zum Autofokus. Ich hoffe, dass wir die Kamera jetzt demnächst auch bekommen und dann werden wir das einmal austesten. Aber ich gehe davon aus, dass das eine große Verbesserung ist. Also wir haben mit der R6 schon irrsinnig viele Dinge probiert und haben da also eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt auch wieder den Eye-Focus, das heißt, es wird automatisch zwischen One-Shot und Eye-Focus umgeschaltet. Da bin ich schon neugierig, wie das wird. Es gibt dann diesen Raw-Burst-Modus, der den anderen Hersteller schon kennen. Das heißt, man hat 30 Bilder im Speicher, die bereits 0,5 Sekunden vor der Auslösung aufgezeichnet werden können. Eine Funktion, die sich viele Fotografen gewünscht haben, ist der Panorama-Modus. Das heißt, man kann jetzt einfach fotografieren mit 5 Bildern pro Sekunde, man schwenkt und die Kamera macht dann ein beeindruckendes Panoramafoto. Das heißt, JPEGs werden aufgenommen. Wenn ich im RAW fotografiere, bleiben die Original-RAWs auch gespeichert. Das sind Features, die haben die Canon EOS R7, die R10 und jetzt die R6 Mark II. Es gibt einen Schwenkassistent. Also alle, die bei uns im Kurs waren, brauchen den nicht, weil die können eh mitziehen. Aber ist sicher für Einsteiger eine ganz gute Geschichte, um das vielleicht einmal zu lernen. Weil der Nachteil an diesen ganzen Automatiken ist, man versteht halt dann leider nie, wie das funktioniert. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, man kann das ja auch zu Fuß machen. Jetzt vielleicht ein bisschen ein Ausblick, wie es in der Zukunft sein wird. Ich habe da ein paar total interessante Sachen gefunden. Und zwar es wird ein sogenanntes neuronales Network Image Processing Tool. Das heißt, im Canon TPP, das ist die Software, mit der man Bilder bearbeiten kann von Canon, kann man zum Beispiel entrauschen und diese Software schaut dann auf einem Server nach, vergleicht dort Bilder, ähnliche und entrauscht dann entsprechend. Das heißt, das ist tatsächlich künstliche Intelligenz und das ist natürlich eine Geschichte, die wird einfach revolutionär werden. Also es geht schon sehr, sehr stark in diese Richtung, ob man das nutzen möchte oder nicht. Ja, das kann man ja für sich selbst entscheiden. Da haben wir ein paar Ergebnisse gesehen. Das wird so ein Cloud-Service sein von Canon, das auch demnächst verfügbar ist. Und ja, also das ist so eine Sache, wo ich schon sehr, sehr spannend dem Ganzen entgegensehe. Und interessanterweise, Adobe hat ja jetzt gerade eine Initiative gestartet, dass man Fotos quasi mit einem Schlüssel hinterlegt. Das heißt, wenn man die Bilder in Lightroom hineinlädt, könnte man sozusagen das Ganze mit einem Server abgleichen und das Bild bekommt quasi eine Unique ID oder was auch immer und ist fälschungssicher. Das ist gerade für forensische Aufnahmen, für Pressebilder, damit man dann weiß, ob das jetzt Fake News ist oder nicht. Und Leica, glaube ich, Nikon, ein paar Firmen haben sich schon angeschlossen, Adobe natürlich. Und das wird sicher so ein Thema sein, weil jemand, der National Geographic zum Beispiel publiziert, muss auch die RAW-Files abgeben, weil da ist das Thema, man darf nichts hinzufügen. Das heißt, man darf vielleicht irgendwo eine Kleinigkeit rausretuschieren, wenn irgendwo ein Ast drinnen steht, aber man darf sozusagen nichts hineinkopieren. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Entwicklung, in die es gehen wird. Eine kurze Frage in der Runde, ihr könnt es gerne auch in den Chat schreiben. Wer von euch wer würde so einen Service nutzen, wenn es das gibt, so diese Bildbearbeitung mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund? Oder ist das für euch so überhaupt kein Thema?
Nein, das macht ja nichts. Oldschool. Ja. Für mich auch nicht. Okay, weil es ist ja zum Beispiel schon so, dass der Photoshop auch so, der Photoshop hat auch quasi so KI-Tools, jetzt diese neuronalen Filter, also es geht eh so in diese Richtung. Warte mal, der Franz Böck schreibt noch, hat eigentlich das Fotowochen im AKW Zwentendorf stattgefunden, aus organisatorischen Gründen haben wir den Termin auf den 6. Mai verschoben. Danke, habe ich inzwischen gesehen. Super. Gibt es nächstes Jahr. Der Hans schreibt, ich muss mehr wissen, um eine Antwort zu geben. Das ist sehr gut. Und wenn ich mehr weiß, werde ich euch auch berichten. Also ich werde mich da jetzt mal registrieren. Ich bin mir auch nicht sicher, wie weit das jetzt schon nutzbar ist oder ob das noch in der Ankündigungsphase ist. Weil ich habe jetzt durch die Messe auch nicht so viel damit beschäftigt. Aber ich werde euch da einfach dann einmal, und vor allem werden erste Vergleichstests interessant. Weil der Peter hat mir erzählt, also der Peter Quappel, weil man halt mehrere Peters, dass er ja mit dem Topaz so eine gute Erfahrung gemacht hat, punkto Entrauschen. Mit dem DxO, ja. Ah, mit dem DxO. Weil du hast mir da ein paar Fotos geschickt, die werde ich auch für nächste Woche vielleicht vorbereiten, also für 14 Tage vorbereiten. Mondfotos. Und man sieht eigentlich, ja, was da möglich ist. Da, ja, aber die haben das jetzt noch einmal verbessert. Ja. Ich habe jetzt mit einer Micro Four Third Kamera habe ich jetzt Mondfotos gemacht mit 800, also 400 mm auf 800 hoch bei 25.600 ISO und habe das entrauscht und ja, es ist gewaltig. Ich meine, es ist natürlich nicht so wie mit einem Objektiv um 25.000 Euro, aber es ist extrem gut, was die da mittlerweile mit der Entrauschung zusammenbringen. Und wenn man halbwegs vernünftige Hardware hat, dann geht das jetzt da schon sehr schnell. Dann sind die in 7, 8 Sekunden ist ein Bild fertig gerechnet. Ja, also der Kurt schreibt, ich bin mir nicht sicher, ob das für mich sinnvoll ist. Der Harald schreibt, finde ich gut, man braucht keine extra Software. Und der Paul schreibt, weiß man, bis wann die Kamera ausgeliefert wird in Österreich? Also gerüchteweise Ende November. Und ich hoffe dann, dass Österreich auch, es gibt ja quasi immer so Länderzuteilungen und ich hoffe auch, dass dann Österreich entsprechend gut ausgestattet wird. Ja, also das würde ich nicht ganz glauben, weil die R7, auf die ich jetzt spitzen würde, die gibt es schon länger am Markt und ich bin nur in der Wunschliste eingetragen. Aber, ja, aber das Interessante ist, dass dann immer wieder Leute kommen und eine Kamera kriegen, also irgendwas muss ich dann doch geben. Aber auch diese Lieferkettenprobleme sind eigentlich leider bei allen Herstellern irgendwie evident. Martin, ich würde dich jetzt einmal bitten, dass du uns deine, und die Monika natürlich auch, dass ihr uns einmal eure Schottland-Bilder zeigt. Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Ja, weißt du, ich hab schon gewusst, was du da jetzt sonst schickst. Warte, das muss ich gleich. Warte mal, jetzt müssen wir gleich mal. So, jetzt darfst. Also. Die Monika und ich waren mit dem Reisebüro AR geführt vom Marc Graf, den wir inzwischen, glaube ich, alle kennen, und der Christine Sonn-Willer in Schottland auf Herbstfototour. Gelandet sind wir in Edinburgh, geschlafen haben wir ungefähr da, wo der Marc gerade seinen kleinen Finger hinzeigt, und fotografiert haben wir in der Gegend und da oben. Wobei, wir haben 4 Nächte, glaube ich, da geschlafen in so einer Selbstversorgungshütte, wo 4 Leute in einer 6-Betten-Hütte mit Küche und Dingsbums, da waren wir eben mit den Trossmanns in einer Hütte. Und dann sind wir 2 Nächte da oben gewesen und eine Nacht in Edinburgh. So, und dann will ich ein paar Fotos zeigen. Gestanden ist eigentlich am Plan Landschaftsfotografie und Hirschbrunf. Die Hirsche haben irgendwie ein bisschen verweigert, weil es zu warm war. Wir haben zwar Hirsche gesehen, aber nicht so brünftig. Das ist natürlich ein großes Problem, wenn es in Schottland zu warm ist im Oktober, oder? Ja, das war, also wir haben immer so 15, 16 Grad Tageshöchsttemperatur gehabt. Und der Nacht hat es auch immer so um die 11 Grad gehabt, also wirklich kalt war es nicht. Wir waren auch zu warm angezogen. Ja. Ja, also das ist so der erste Tag gewesen. Also wir waren insgesamt 8 Tage unterwegs. Davon haben wir 6,5 Tage netto fotografiert.
Wobei Sonnenaufgang ist um 8 in der Früh und Sonnenuntergang schon um 5 gewesen. Also die Zeit war knapp. Aber cooles Wetter und coole Stimmungen. Also Landschaft, Wasser gibt es in Hülle und Fülle. Wir haben Gott sei Dank wenig Regen gehabt. Und so haben wir halt schön fotografieren können. Aber die Bäche und Flüsse, wobei aus Tirol würde ich sagen, das sind Gebirgsbacheln und keine Flüsse. Aber es ist sehr beeindruckend. Also Wasser nur von unten? Ja, wir haben teilweise auch Wasser von oben gehabt, aber nicht so, dass wir sagen können, wir haben das Fotografieren einstellen müssen. Und wenn, dann hat es kurz geschaut und dann hat es ein bisschen gemieselt vielleicht. Das ist so ein Hochplateau mit einem Moor, wo ziemlich Wasser steht und ohne Gummistiefel ist da kein Vorankommen, weil es ist nass und feucht zum Gehen. Aber Stimmung gewaltig. Dann waren wir auf dem Weg zu einer, in ein Tal rein, wo es Rehe in Hülle und Fülle geben soll und auch gibt. Ich muss zu sagen, das darf man nicht laut sagen, das ist aus dem Auto herausgeschossen. Ja, und der Zaun ist auch im Hintergrund, oder? Ist das ein Gehege gewesen, oder? Nein, es ist kein Gehege. Das Reh war zwischen Straßen, Wiesen und Zaun. Das heißt, der Zaun ist dahinter. Sie tun relativ viel Jungwälder abzäunen, damit die Rehe nicht alles wegfressen. Also es sind nicht die Rehe eingesperrt, sondern die Bäume eingesperrt. Sehr und gut. Also das ist aufgenommen zum Beispiel mit einem 100-500 und einem 1,4er Telekonverter. Sag Martin, ich habe euch dann leider ein bisschen hängen lassen mit dem Objektiv, weil das war jetzt mit der Foto und Adventure so mühsam. Habt ihr dann eigentlich ein zweites Objektivproblem gelöst? Ja, wir haben ein RF 600 F11 mitgehabt. Sehr gut. Habt ihr es gekauft oder ausborgt? Ausborgt. Also ich bin vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr begeistert. Und diese Hirsche waren aber jetzt in freier Wildbahn, oder? Die waren in freier Wildbahn, ja. Okay, und das mit dem 600 mm nehme ich an, oder? 700. Ja, Wahnsinn. Aber mit 6400 ISO und Blende 10 und also teilweise sogar mit einem 40stel fotografiert, allerdings aufs Auto aufgelegt oder auf den Zaun oder irgendwo. Also irgendwo, was halt möglich war, eventuell aufgelegt, aber das Auto war oft auch gute Stütze. Das spricht für einen Stabilisator, oder? Also meine Hand ist unruhig, als der Stabilisator, glaube ich, zulässt. Ja. Am nächsten Tag, das war schon am nächsten Tag, da waren wir bei so einem See, da war aber die Stimmung nicht so prickelnd. Aber es ist irgendwie so komisches, lustiges Gras gewesen. Und das ist keine Makroaufnahme, das ist eine Teleaufnahme. Dann sind wir irgendwo in einem Tal. Ich habe leider die Listen nicht, wo wir überall waren. So, glaube ich, ungefähr 600 Höhenmeter. Ja. Es war ziemlich weit auf, ein bisschen steil. Sind wir ein Wasser... Fall entlang aufgegangen und so ein Tal rein, von dem haben wir dann wunderschöne Aussicht gehabt und es ist einfach, wenn die Sonne so richtig ein bisschen einscheint, spielt es alle Farben da um, das ist echt gewaltig. Ja, da mit der Laubverfärbung, das schaut einfach traumhaft aus. Dann haben wir uns ein bisschen in Monet geübt, indem man einfach die Kamera nach unten schwenkt, mit ein bisschen längeren Belichtung. Sind, glaube ich, irgendwelche Birken, aber es schaut cool aus. Das hat quasi schon müde gelesen, dass die Kamera sich runterkippt, oder? Nein, das haben wir geübt mit der Christine. Ja. Na fein, schaut sehr schön aus. Dann gibt es eine berühmt-berüchtigte Glencoe. Glencoe, ja genau, ein weißes Haus in einer Landschaft, daneben ist so ein Lacken oder ein See, wo sich halt die ganze Gegend unheimlich spiegelt. Und mir muss erst gewundert, warum da so viele Leute hinrennen. Da war nämlich irgendeine andere Fotogruppe, die sind alle, als ob es gratis Bier gab, sind dort hingestürmt. Und ich bin nachgerannt. Und was gab es gratis? Ja, schöne Aussicht. Okay, ja gut. Spiegelung. Ist ja, die schöne Spiegelung. Das ist ein Panorama, glaube ich, mit 2 oder 3 Fotos. Ja, und dann haben wir uns wieder in Langzeitbelichtung geübt mit, ja, das ist eigentlich auch so eher so ein Moor,
wo ein bisschen ganz flach Wasser durchrennt. Aber es ist einfach landschaftlich faszinierend. Ich weiß jetzt nicht, wie der Punkt heißt. Ich weiß nur, dass da ein ganz ein berühmter schottischer Held oben steht auf einem einsamen Denkmal. Der Grund, warum wir dort hingefahren sind zu dem Viewpoint, war allerdings nicht die schöne Aussicht, sondern diese Brücke mit diesem Zug. Und wie oft fährt dieser Zug? Das kennt jeder. Ja, wie oft fährt dieser Zug? Der fährt bis zum 27. Oktober, ist er am Wochenende immer gefahren. Nein, aber einmal am Tag oder mehrmals? Zweimal. Zweimal, ja. Der Harry Potter Zug. Und dann sind wir wieder runtergegangen, wieder zu diesem Denkmal, und da habe ich dann auch dieses Panorama macht ohne Nodalpunktadapter frei aus der Hand. Ja, super. Ja. War recht nett. Das ist also, weiß nicht, wie viel Foto. Dann haben wir irgendwo am Weg, eigentlich wollten wir Schafe fotografieren. Der schaut eh fast aus wie ein Schaf, oder? Gibt's genug, ja. Also in Schottland gibt es weiße Weißkopfschafe, weiße Schwarzkopfschafe, schwarze Schwarzkopfschafe und schwarze Weißkopfschafe. Ich habe auch keine Schafbilder. Okay. Aber der Vogel, der hat uns sehr posiert und der ist auch mit nicht ganz 700 mm aufgenommen. Das schaut echt cool aus. Es gibt auch ganz interessante Buchten, eben auch mit Sandstrand. Das ist auch so ein lustiges Freihandpanorama.